Wir freuen uns heute über unser Projekt an der LMU Physikfakultät, der Klimawandel verstehen und handeln, zu berichten. Und das machen wir dann heute zu zweit. Ja, hallo. 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 Ja, das funktioniert nicht. Ja, ich weiß nicht, warum du aus dem Präsentationsmodus raus bist. Ich bin nicht in der Präsentationsmodus. Ich muss noch mal hingehen und ich hoffe, dass es jetzt klappt. Genau, das müsste es jetzt sein. Mhm. Ja. Ja. Okay, das, gut. Das wird schon gehen. Ja. Also wir wissen, dass der Klimawandel die größte Herausforderung der Menschheit in diesem Jahrhundert ist. Und das ist ein zentrales Thema der Zukunft heutiger Schulen. Ihr habt recht, there is no planet B. Und ihr fordert öfters, hört auf die Wissenschaft. Die Frage, die sich stellt, ist, was sagt dann die Wissenschaft? Und genau um diese Frage zu beantworten, haben wir dann das Projekt an der LMU Physikfakultät initiiert. Und unser Projekt hat drei Bereiche. Erstmal verstehen. Das heißt, der MINT-Charakter des Klimawandels verstehen. Und wir haben dann die Inhalte elementarisiert. Das heißt, die wissenschaftlichen Hintergründe, Ursachen, Folgen des Klimawandels in Form von einem Experimentier-Klimakoffer. Der zweite Teil betrifft die Zukunftsgestaltung. Und das Hauptthema hier ist die Energiewende. Und genau wie die Energiewende in Deutschland aussehen würde, nicht irgendwelche Energiewende im Allgemeinen, sondern wie kann man sich vorstellen, konkret, dass die Energiewende in Deutschland aussehen würde. Und ein drittes Aspekt, und das ist auch sehr, sehr wichtig, wurde vorhin angesprochen, ist das Zusammenhandeln in Gruppen, Veränderungen bewirken. Das ist halt enorm wichtig, dass man nicht jeder für sich was tut, sondern dass wir uns mehr und mehr in größere Gruppen zusammentun. Wir sind überzeugt, dass durch vernetztes und internationales kooperatives Handeln Veränderungen zu bewirken sind. Und ich erhoffe, dass wir alle wirklich zusammen mehr und mehr und mehr handeln. Die Macher-Initiatoren des Projektes sehen sich hier. Wir beide, Harald, unsere Abgeordnete und Kollege Moritz Strelle, Abgeordneter Lehrer, der Physikstudent Stefan Krüller und zwei Professoren der Atmosphärenphysik, Bernhard Mayer und Thomas Birner. Und wie vorhin gesagt, wir haben dann einen Klimakoffer, einen Experimentierkoffer entwickelt. Und es gibt auch ein Modul für Lehrkräfte. Und das ganze Projekt besteht aus 5 Module. Modul 1, die Bewohnbarkeit der Erde. Modul 2, den Treibhauseffekt verstehen. Modul 3, das Klimasystem der Erde, auch einen Einblick zu gewinnen. Der anthropogene Treibhauseffekt und den Klimawandel. Und zum Schluss Auswirkungen weltweit. Und dazu gibt es dann viele Experimente. Moritz Strelle wird um 18 Uhr in einer Stunde einen Workshop zu unserem Klimakoffer anbieten. Wir gehen dann zurück zu Ihrer Förderung oder eure Förderung und dieses Statement, there is no planet B. In der Tat, wir als Astrophysiker, wir suchen nach extrasolare Planeten. Es wurden dann bisher um mehr als 4000 entdeckt. Und wir bauen riesige Teleskope zurzeit, um nach einer zweiten Erde zu suchen. Und das bringt uns dann zwangsläufig zu der Erde zurück. Weil wenn wir eine zweite Erde suchen, dann müssen wir mehr unseren eigenen Planet kennenlernen. Und was wir gelernt haben, ist, dass die Erde viele, viele Stadien und eine lange Entwicklung durchlaufen ist, bis sie dann bewohnbar wurde oder mindestens so wurde, wie wir sie kennen. Und über diese Ursprünge möchten wir auch was erzählen. Was sagst du denn?
Also vor rund 4,6 Milliarden Jahren ist unser Sonnensystem in einer Molekülwolke dadurch entstanden, dass eine Supernova rund 1,7 Millionen Jahre zuvor explodiert ist und mit ihrer schweren Fracht die Elemente, die dieser Stern erbrütet hat, in diese Gaswolke hineingepresst hat. Also die schweren Elemente, alles was schwerer ist als Helium, steckt in unserem Sonnensystem, weil ein Stern, der 25 Mal so schwer war wie die Sonne, explodierte. Dann hat sich um diese sich formende Sonne eine Scheibe gebildet und in dieser Scheibe haben sich dann in mehreren Entwicklungsphasen zunächst die Gasplaneten in ungefähr 5 Millionen Jahren entwickelt und danach durch den Zusammenstoß von solchen Brocken, wie ihr sie da sehen könnt, dann allmählich in 100 Millionen Jahren die Erde und die anderen Felsenplaneten. Ja, und wir haben dann halt, um einen Eindruck zu geben, wie das damals aussah, man sieht dann die schwache Sonne. Die Sonne war nicht so leuchtkräftig wie heute. Und ein Trümmerhaufen um die Sonne, um die Planeten gab es noch nicht. Und über Kollisionen entstanden die sogenannten Protoplaneten. Und da ist dann halt die Urerde, die bald mehr und mehr Teile binden wird und danach dann halt kugelrund wird. Ja, nur die Erde war am Anfang sehr, aber sehr glühend. Ja, das war so wie eine Lavakugel. Klar, die Bewegungsenergie der Einschläge hat natürlich dazu geführt, dass das Material immer heißer geworden ist. Und am Ende waren es zwei fast völlig flüssige Kugeln, die zusammengestoßen sind und die dann dazu geführt haben, dass der Mond entstanden ist. Nach einem Einschlag, der vor ungefähr 4,568 Milliarden Jahren stattgefunden haben muss. Und dann denkt man natürlich, nach so einem Einschlag kann die Erde nicht lange, muss die Erde sehr lange glutflüssig gewesen sein. Das ist ja eine enorme Energie, die da deponiert worden ist. Und es zeigt sich, dass aber schon vor 4,4 Milliarden Jahren, also relativ schnell danach, die Erde flüssiges Wasser besitzt. Das kann man anhand von Kristallen, die so alt sind, feststellen. Diese Kristallisationsform, die man da beobachten kann, in den sogenannten Zirkonen, die gibt es nur, wenn flüssiges Wasser da war. Und das wiederum bedeutet, die erste Atmosphäre unseres Planeten muss ziemlich dicht gewesen sein, es muss ein sehr hoher Druck gewesen sein, damit es damals bei den hohen Temperaturen schon zu flüssigem Wasser gekommen ist. Ja, und die Sache ist, dass bevor die Erde mit diesem anderen Protoplanet kollidierte, rotierte sie sehr, sehr, sehr schnell, ungefähr in 5 Stunden für eine Drehung, und die taumelte hin und her. Durch die Entstehung des Mondes hat sich die Erdachse stabilisiert, und gegen die gegenseitigen Kräfte, die sie aufeinander ausüben, dann rotierte, fing an, die Erde langsamer zu rotieren. Noch dazu kam das Magnetfeld. Das hat was damit zu tun, dass eben das Erdinnere in weiten Teilen flüssig ist, also strömend, sehr hohe Temperaturen hat. Das heißt, es gibt viele Ladungsträger, also geladene Teilchen. Und wenn die sich bewegen, das entspricht einem elektrischen Strom, wird ein Magnetfeld erzeugt. Und das Magnetfeld, das hat die Erde eben seitdem. Das hat sich zwar immer wieder mal umgepolt, aber das ist ein wesentlicher Schutzschirm gegen die eindringende kosmische Strahlung beziehungsweise gegen den Sonnenwind. Außerdem kann man hier unten sehen an dem Bild, dass an der Isotopenverteilung von der schweren Wasserstoff zu Wasserstoff, dass das Wasser auf der Erde tatsächlich von Asteroiden stammt und nur ganz, ganz, ganz geringen Teilen von Kometen. Ungefähr 85% des Wassers auf der Erde stammen von Asteroiden beziehungsweise von sogenannten kohligen Chondriten. Das sind die ältesten, am wenigsten veränderten Formen von Meteoriten oder überhaupt von Bausteinen aus dem Sonnensystem. Das heißt also, wir sind in jeder Hinsicht, ist unser Planet also begünstigt worden, ganz besonders begünstigt worden eben durch den Mond. Dank des Mondes, wie Cecilia eben sagte, kippt unsere Atmosphäre, kippt unsere Rotationsachse nicht mehr. Wir haben ein Magnetfeld, das uns vor dem Sonnenwind schützt. Und das fehlende Magnetfeld zum Beispiel auf der Venus hat dazu geführt, dass die Venus ganz gewaltige Mengen an Wasser, die sie vielleicht mal gehabt haben könnte, das wissen wir gar nicht so genau, verloren hat, weil der Sonnenwind einfach die Atmosphäre abgeraspelt hat wie so ein Sandstrahlgebläse. Ja, dann seht ihr dann, wie viele zusammen oder halt Ereignisse zusammenkommen mussten, damit dann die Erde halt die Erde wurde. Und wir haben hier rechts unten sehen wir das Sonnensystem und wir sehen dann Merkur, Venus, die Erde und Mars.
und hier eine sogenannte Lebenszone. Das ist die Zone, wo Wasser flüssig sein kann. Und nur dazu benötigt auch die Erde eine Mindestmasse, weil ein kleiner Planet wie Merkur in der Lebenszone behält keine Atmosphäre und würde auch nicht das Wasser behalten. Das heißt, die Erde ist ganz, ganz, ganz besonders und ihr habt recht, wir glauben nicht, dass es ein Planet B gibt. Nun, was passiert mit unserem Planeten? Wir sehen, dass es trocknet. Wir sehen Feuer, also man könnte sich eine Karte angucken, was passiert bei Feuer, also was passiert bei ganz großen Waldbränden wie hier in Sibirien, aber auch auf den Kanarischen Inseln und namentlich natürlich vor allen Dingen in der Zone um den Äquator rum, sowohl in Südamerika als auch in Afrika gibt es sehr große Brände, jedes Jahr immer wieder und in den letzten Jahren immer mehr, denn der Klimawandel hat die Dürren angefacht und damit natürlich auch wesentlich zum Feuern beigetragen. Und auch in dieser Animation sieht man dann, wie die Temperatur von der mittleren Temperatur zwischen 1880 und 2018 abweicht. Wie alle Kontinenten heißer und heißer und heißer. Und man sieht vor allen Dingen, dass eben ungefähr seit 1980 es überall auf der Welt, überall, also es ist kein lokales Phänomen, überall auf der Welt immer heißer wird. Inzwischen kann man, und das sieht man vor allen Dingen auch in Europa, in Ozeanien, aber auch in Afrika, ist die 1,5-Grad-Grenze mindestens erreicht, manchmal sogar schon überschritten. Nun, wir würden dann gern erklären, was passiert mit unserer Erde halt physikalisch. Sie befindet sich 150 Millionen Kilometer weit weg von der Sonne und wie alle Planeten wird sie dann auch von der Sonne bestrahlt. Wie viel Strahlung ein Planet erhält, hängt von der Abstand ab von der Sonne. Die Erde bei dieser Entfernung bekommt 342 Watt pro Quadratmeter. Von dieser Menge Strahlungsintensität reflektieren die weißen Flächen der Erde ungefähr 30% zurück. Das heißt, die Erde bekommt letztendlich 239 Watt pro Quadratmeter. Die beheizt sich nicht beliebig hoch, das heißt, sie wird nicht heißer und heißer, sondern so viel Energie bekommt sie, bis sie dann wieder zurück abstrahlt, in Form von Wärmestrahlung, von Infrarotstrahlung. Und damit sagen wir, dass die Erde in Strahlungsgleichgewicht ist. Und Moritz Streller wird dann vielleicht dann nachher einer der Experimente im Klimakoffer, da sehen Sie dann eine kleine Wattekugel, bemalt wie die Erde und wenn man sie bestrahlt, die Wattekugel erreicht auch irgendwann eine Gleichgewichtstemperatur. Genauso wie unser Planeten. Nun, in diesem Strahlungsgleichgewichtszustand gibt es ein Gesetz in der Physik, der uns erlaubt, die Temperatur, die mittlere Temperatur der Erde zu bestimmen. Und das ist dann Stefans-Boltzmanns Gesetz. Und die Strahlungsintensität geht wie die Temperatur hoch 4. Das klingt etwas abstrakt, deswegen dann verwenden wir eine Grafik. Das ist dasselbe Stefan-Boltzmann-Gesetz. Und hier seht ihr dann die Strahlungsintensität und hier auf der anderen Achse, X-Achse, die Temperatur in Celsius. Und ihr seht dann hier die Abhängigkeit T hoch 4. Jetzt schauen wir mal, wie wir dann halt uns zurechtfinden mit diesem Diagramm. Betrachten wir kochendes Wasser, die kocht bei 100 Grad und das bedeutet, dass kochendes Wasser eine Strahlungsintensität hat von 1100 Watt pro Quadratmeter. In Raumtemperatur, das heißt 20 Grad, strahlt 410 Watt pro Quadratmeter. Eis hat eine Temperatur von 0 Grad, dann strahlt 310 Watt pro Quadratmeter. Jetzt schauen wir dann unsere Erde.
die bekommt 239 Watt pro Quadratmeter und dann können wir dann hier ablesen, welche Temperatur sie ohne Atmosphäre hätte. Und die Antwort ist minus 18 Grad. Das heißt, eine Felsenerde bei der Abstand zur Sonne, die 239 Watt pro Quadratmeter von der Sonne bekommt und selbst 239 Watt pro Quadratmeter abstrahlt, wurde eine Sonne. Nun, unsere Erde ist aber keine. Also, nur um das nochmal klar zu machen, wir haben eben ja gesehen, 103 Watt pro Quadratmeter war das, was reflektiert wird von den aktuellen weißen Flächen. Stellt euch also vor, die ganze Erde wäre weiß, dann würde natürlich noch viel mehr reflektiert werden. Das heißt, es käme weniger auf die Oberfläche an. Und das heißt, die Erde wäre bei noch niedrigerer Temperatur im Strahlungsgleichgewicht. Mit anderen Worten, wenn einmal ein Planet vergletschert ist, komplett vergletschert ist, dann wird die Sonne ihre Leistung schon gewaltig nach oben bringen, um diese Kugel wieder aufzutauen. Das heißt, wenn das in der Frühphase der Erde irgendwann mal wirklich komplett passiert wäre, dann wäre die Erde bis heute nicht aufgetaucht. Das muss man sich mal klar machen. Also das bedeutet, das ist jeweils ein Effekt, ein Runaway-Effekt. Mit anderen Worten, wir können ja schon mal vorgreifen, wenn wir weiße Flächen verlieren, weil es immer wärmer wird, dann wird es immer wärmer, weil wir weiße Flächen verloren haben, weil weniger reflektiert wird. Das ist eine ganz, ganz schlimme Balance, wenn wir zu viel verlieren oder wenn wir zu wenig Eis haben oder wenn wir zu viel Eis haben. So ist es. Nun, zum Glück hat die Erde eine Atmosphäre. Diese Atmosphäre hat sich dann verändert im Lauf ihrer Geschichte, aber die jetzige Atmosphäre besteht aus Stickstoff, Sauerstoff und aus Spurenelemente, darunter Kohlenstoffdioxid. Jetzt schauen wir mal, wie der Treibhausgas Kohlenstoffdioxid darauf wirkt. Wir haben dann eine kleine Fläche, Oberfläche, wir vergrößern die und wir sehen, dass die Sonnenstrahlen, die den Boden der Erde, die Oberfläche wärmen und die Erde gibt dann Infrarotstrahlung oder Wärmestrahlung wieder ab und zwar Richtung Weltall. Aber die Treibhausgase in der Atmosphäre absorbieren diese Wärme und fangen an zu schwingen. Und die zwingen und die kinetische Energie erhöht sich und dadurch erhöht sich dann die Temperatur der Atmosphäre. Und diese Moleküle, die bilden kurzzeitige Dipole, die sind dann wärmeaufnahmefähig und die strahlen das wieder ab in alle möglichen Richtungen, aber auch Richtung den Boden. Das heißt, die Wärme oder die Strahlung, die den Boden erreicht, speist sich nicht nur von der Sonnenstrahlung, sondern auch von der Wärmestrahlung von dieser Treibhausgase. Und dadurch erhöht sich dann halt die Intensität. Jetzt haben wir dann 398 Watt pro Quadratmeter. Das ist die Strahlung, die die Erde erreicht, die den Boden erreicht. Und jetzt können wir dann nochmal schauen, welche Temperatur dann unsere Erde hat. Mit 398, das ist dann hier. Und wenn wir dann ablesen, dann stellt sich, dass durch den natürlichen Treibhauseffekt die Erde 15 Grad Celsius im Mittel hat. Ja. Das sind dann über 30 Grad, 33 Grad Unterschied dank der Treibhausgase in unserer Atmosphäre. Nun, was machen wir seit 200 Jahren? Ja, wir produzieren immer mehr von den treibhausaktiven Gasen, also vor allen Dingen in Kohlendioxid, kommt durch die Verbrennung, durch die Bewegung, durch alle möglichen industriellen Eigenschaften oder Aktionen, hat sich der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre systematisch erhöht. Und man kann praktisch aus der Kurve schon ablesen, wenn wir immer mehr und mehr Energie absorbieren und damit die Strahlungsleistung insgesamt immer höher wird, nämlich hier 416 Watt pro Quadratmeter, dann kriegen wir natürlich einen höheren Treibhauseffekt. Das heißt, man bekommt einen Treibhauseffekt dadurch zustande, dass wir in den letzten 200 Jahren pro Jahr, also pro jedes Jahr, so viel Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen haben, wie die Erde früher in 1 Million Jahren im Boden versenkt hat. Das ist die Beschleunigung, die wir verursacht haben. Das heißt, wir haben der Atmosphäre jetzt 200 Jahre lang
praktisch jedes Jahr eine unglaubliche Spritze gegeben. So, man könnte auch sagen, wir haben sowas wie Atmosphärendoping begangen, dadurch, dass wir ein Gas da reingejagt haben, was unter normalen, natürlichen Umständen, also ohne den Menschen, sagen wir es mal so, ohne den Menschen, hätten wir eine viel geringere Kohlendioxidgehalt. Damit wären auch die Temperaturen viel geringer. Aber wir haben das nun in den letzten 200 Jahren richtig angetrieben, richtig angeturnt, könnte man sagen. Und man muss einfach sagen, man sieht es ja hier, das ist jetzt nur die Kurve von 1960 bis heute, da sieht man, dass das systematisch ansteigt. Es gibt zwar eine jährliche Variation, eine jährliche Veränderung. Das hat damit zu tun, dass auf der Nordhalbkugel die Flächen größer sind als auf der Südhalbkugel. Und das heißt, wenn wir im Norden Winter, wenn wir im Norden einen Frühling haben, dann ist die meiste, dann ist die wenigste Biomasse aktuell, dann wird sie erst wieder kommen. Das heißt, der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre steigt an. Dann wird systematisch immer Frühling, Sommer und auch fast bis in den Herbst rein, wird immer mehr Biomasse aufgebaut. Das heißt, Kohlenstoff wird aus der Atmosphäre entzogen. Und dann diese Variation ist aber für uns uninteressant. Was wir hier sehen, ist eben der systematische Anstieg auf die heutigen 416 Parts per Million. Und wer sich wundert, Parts per Million, Teilchen pro Million, das kann auch eigentlich gar nicht so wichtig sein. Aber in einem Kubikzentimeter Luft sind 10 hoch 20 Luftteilchen, das sind 100 Trillionen. Und 10 Billiarden davon wären dann Kohlendioxidmoleküle. Alle anderen Teilchen im Wesentlichen, also Stickstoff und Sauerstoff selber, machen mit der Infrarotstrahlung der Erde, also mit der Wärmestrahlung, gar nichts. Das heißt, diejenigen, die hier relevant sind, das sind die Moleküle, die eben die Treibhausgasemissionen verursachen. Und das sind eben die Kohlendioxid, das ist Methan, die Stickstoffoxid und Wasser. Aber Wasserdampf ist ein Gas, was eben regelmäßig darauf reagiert, auf Erwärmung, es steigt auf. Es kühlt sich wieder ab, es fängt an zu regnen, es ist ein großer Kreislauf, sehr variabel, während Kohlendioxid für 100, 150 Jahre einfach in der Atmosphäre bleibt und dort nichts anderes macht, als Strahlung zu absorbieren und wieder zu reemittieren. Das heißt, die heizen und heizen und heizen und heizen. Während Wasser sich reguliert, heizt Kohlendioxid 26 Mal stärker noch, heizt Methan. Das ist zwar nicht so lange in der Atmosphäre, nur so 10 bis 20 Jahre, aber die Stickstoffoxid, also N2O, heizt ebenfalls 250 Mal. Das ist nicht Stickstoffdioxid, wie ich schon mal gehört habe, NO2, sondern N2O. Das ist eines der potentesten Treibhausgase in der Atmosphäre. Und auch diese Treibhausgase-Konzentrationen steigen und steigen und steigen und steigen. Ja, welche Konsequenzen hat diese Erwärmung? Wir wissen von Geografie, vom Erdkunde, dass es dann das Klimasystem der Erde besteht aus Elementen. Und diese Elemente sind die Atmosphäre, die Hydrosphäre, die Biosphäre, die Kryosphäre und die Pedosphäre. Und die reagieren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der globale Erwärmung. Und letztendlich werden sie alle verändert und die verändern sich gegenseitig. Und deswegen lohnt sich dann, einen Blick zu werfen, zum Beispiel auf Wasser. Wasser ist ein enormer Wärmespeicher. Die Wärmekapazität vom Wasser ist riesig groß. Und Wasser absorbiert viel von der Wärme, die dann durch den Klimawandel halt in der Atmosphäre gibt, nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wie kann man dann sich vorstellen, ein Experiment zu machen, wenn ihr dann an Luft zu Hause habt, dann füllt das dann mit Wasser und stellt auf eine brennende Kerze und warte mal und fasst das ab und zu unterhalb. Ihr werdet sehen, das bleibt kalt, weil das Wasser die Wärme absorbiert. Das heißt, die Ozeane spielen eine riesige Rolle um die Mäßigung des Klimas. Ja, aber es wird sich einiges ändern in der Meeresspiegel, nicht durch das Eis, das schon im Wasser gibt, sondern auch vor allem durch dann die Eisflächen, die auf den Kontinenten sind. Und hier sehen wir, was passiert in der Arktis. Das ist dann im Lauf eines Jahres, verschwindet Eisfläche. Und wie Harald vorhin gesagt hat, dann wird dann halt weniger Sonnenstrahlung reflektiert und die Erde dann erwärmt sich. Das nennen wir in der Physik eine Rückkopplung, eine Verstärkung der Effekte. Ja, jetzt sehen wir dann im Juli 2020 und zum Schluss werden wir dann den Vergleich mit dem vorigen Jahr und ihr werdet dann feststellen, dass die Masse vom Eis viel geringer geworden ist. Als der Durchschnitt, also das ist der, was man da sieht, die gelbe Linie ist der Durchschnitt.
normalerweise vom Minimum zwischen 1981 und 2010. Man sieht es also weit unter dem Durchschnitt. Und worauf ich noch hinweisen will, ist eben, was wird denn aus dem Eis da oben? Es wird Wasser draus. Das wisst ihr natürlich alle. Aber das Wasser ist dunkel und das bedeutet, man verliert nicht nur Reflexionsfähigkeit, sondern gewinnt auch noch in Anführungsstrichen die Fähigkeit, immer mehr Energie zu absorbieren. Deswegen ist der Klimawandel besonders stark an den Polen. Was wir jetzt gesehen haben, ist der Nordpol. Wir werden gleich am Südpol ganz Ähnliches sehen. Und was man hier sieht, sind die Gletscher auf dem Festland, also auf der größten Insel der Welt. Kann man nachmessen heutzutage ziemlich genau, wie das Wasser, wie das Eis strömt. Und man sieht hier von 2002 bis 2016, gemessen von einem Satelliten, der ziemlich genau messen kann, wie die Erdschwerkraft sich verändert. Also dadurch, dass das Eis verschwindet, hebt das Kontinent oder hebt sich das Festland unten drunter ein bisschen an. Und dann kann man hier sehen, also Grönland verliert unglaubliche Mengen, verliert pro Tag so viel Eis, wie der Rhein in 3 Tagen an Wasser in die Nordsee transportiert. Das ist also ziemlich heftig. Das ist ziemlich heftig und noch dazu erwärmen sich dann die Ozeane. Das genau. Ist unglaublich. Das sind der Pazifische Ozean, der Atlantik und der Indische Ozean. Und hier sieht dann die Jahre und das ist unglaublich dann, wie wärmer und wärmer dann unser Wasser wird, die Ozeane werden und die werden irgendwann halt keine Wärme mehr speichern können und auch kein CO2 mehr speichern, weil das Wasser speichert auch CO2. Irgendwann fängt das Wasser an, sogar CO2 freizusetzen. Also was man hier auch gesehen hat, eben war praktisch die Reaktionszeit der Ozeane auf die allgemeine Erwärmung schon im 19. Jahrhundert. Es dauert dann so 100, 150 Jahre, bis die Ozeane dann so langsam praktisch diese Erwärmung mitgehen. Und die Folie, die Cecilia vorhin gezeigt hat, dass die Ozeane über 90% des Klimawandels noch abdämpfen, das ist eigentlich eine unglaubliche Hiobsbotschaft, weil alles, was man sonst an der Oberfläche sieht, übrigens die Pedosphäre, das ist das, was unter unseren Füßen ist, sind also die Landflächen, nicht, dass man sich da denkt, das sind die Berge oder nur sowas. Das heißt, wir haben es hier mit etwas zu tun, was wirklich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit erst reagiert. Aber wenn es dann mal reagiert, dann hat man überhaupt keine Chance mehr, etwas dagegen zu tun. Und das ist sicherlich eine der schlimmsten Nachrichten, dass die Ozeane allmählich immer wärmer und wärmer und wärmer werden. Ja, und man kann dann Prognose machen. Zum Beispiel, was passiert, wenn alle Gletscher und Polkappen abschmelzen wurden? Und der Meeresspiegel, wie hoch würde er denn ansteigen? 66 Meter. Und wir sehen hier die Küste Europas, wie sie aussehen wird. Wir sehen dann Hamburg unter Wasser, Amsterdam, London. Das ist unglaublich. Und das Allerschlimmste ist, dass in Europa werden wir dann mehr oder weniger in der Lage sein, uns anzupassen. Aber woanders, das wird verheerend sein, vor allem in Indien, in die Küste Asiens. Das sind Millionen Städte und die werden alle unter Wasser sein. Diese Menschen werden dann anfangen, sich zu bewegen, auf den Weg zu machen, um woanders hinzuziehen. Indonesien hat gerade seine Hauptstadt Jakarta schon verlegt, weiter ins Innere des Landes. Aus zwei Gründen. Erstens steigt der Meeresspiegel und zum Zweiten fängt Jakarta an, ziemlich stark zu sinken. Warum? Weil die Indonesier, wie alle Menschen, natürlich Wasser brauchen und das Wasser aus dem Grundwasser holen. Und wenn das Grundwasser dann mal aus dem Boden geholt ist, gibt es Hohlräume und dann sinkt das Land einfach weiter ab. Und das sehen wir überall auf der Welt, nämlich sinkende Städte und steigende Meeresspiegel. Und das ist natürlich für alle Küstenstädte eine Katastrophe. Ja, und dann sehen wir auch öfters und öfter, dass es zu Wetterextremen kommt, Überschwemmungen. Man kann sich fragen, woher kommt so viel Wasser? Es verdünstet viel mehr Mengen an Wasser in den Meeren und Ozeanen und durch Luftströmungen, dann werden sie halt gesammelt und dann regnet das Ganze ab. Das ist ein Teil des Klimawandels. Ja, und jetzt haben wir dann hier die Kipppunkte. Das ist auch, wird oft darüber gesprochen. Und was dahinter steckt, sind eine Menge Rückkopplungsprozesse, ne? So wie mit Eis, der schmilzt und dann erwärmt sich dann noch mehr halt die Erde oder der Permafrost taucht auf und dann es wird dann mehr Methan und CO2 frei, das erwärmt dann mehr die Erde und dann taucht mehr Permafrost an
aus. Und diese Mengen Strömungen, Systeme, Eiskörper und Ökosysteme fangen an zu wackeln, ja, und das Ganze könnte dann umkippen. Und das müssen wir dann verhindern, dass die Erde in diesen Zustand gerät. Also durch die allgemeine Erwärmung werden diese ganzen natürlichen Kreisläufe eben unglaublich stark aktiviert. Das heißt, was wir hier sehen, sind so ein paar von den großen Rädern, an denen die Natur dreht, wenn sie zu viel Temperatur hat. Dann ändert sich die Strömung, also der Jetstream ändert sich, es ändern sich die Strömungen aber auch im Meer. Also das, was man hier sehen kann als atlantische thermohaline Zirkulation zum Beispiel, das verändert sich, weil das Wasser wärmer wird und dann eben unterschiedlich viel Salz aufnimmt. Es ändert sich aber auch etwas daran, dass Wasser auf dem Meeresboden liegt, nämlich die Methanhydrate. Wenn das Wasser zu warm wird, dann kann dieses Gas, was eigentlich unter dem hohen Druck bei kaltem Wasser gespeichert ist, auf einmal in die Oberfläche dringen und kann dann wiederum eben die Treibhausgasemissionen anregen. Und aber auch, was wir hier sehen, Amazonas-Regenwald, gab es jetzt unlängst die Meldung, dass aus dem Amazonas-Regenwald inzwischen schon in einigen Teilen des Jahres eine CO2-Quelle geworden ist und keine CO2-Senke. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Nachricht, weil Amazonas-Regenwald, wie alle Regenwälder, eben ein ganz wichtiges Rad sind im Klimasystem. Das sind keine guten Nachrichten mehr. Ja. Gut, das musste man vermeiden, dass die Erde so heiß wird, weil praktisch diese Bereiche der Erde, vor allem am Äquator herum, wird dann einfach unbewohnbar sein. Das ist halt ein Horrorszenario, das muss man vor Augen behalten. Und apropos Dringlichkeit, das ist sehr, sehr dringend. Und wir wissen, dass die Erde seit dem Holozän, das sind 12.500 Jahre. Ja, dass sie die Erde zwischen Warmzeit und Eiszeit hin und her gependelt ist. Aber aufgrund von unseren Aktivitäten und dieser Anthropozän, dieser menschengemachten Treibhaus, ist die Erde, hat sich dann erwärmt und die hat ihren normalen, natürlichen Pfad verlassen. Und das müssen wir dann umsteuern und uns bleiben dann weniger Jahre, um zu verhindern, dass die Erde dann global heiß wird, zu Hot Earth wird. Das ist dann die Aufgabe. Wir können jetzt halt eine Zwischenfazit, der Mensch ist die Ursache des aktuellen Klimawandels, die Verantwortung liegt bei uns, was sollen wir tun? Und sehr realistisch ist das hier, was kommt. Und das ist natürlich eine unglaubliche Aufgabe, also die Energiewende bedeutet im Klartext, dass man aus einer fossilen Industriegesellschaft, wo Kohle, Öl und Gas verbrannt wird, eine nachhaltige Industriegesellschaft macht, wo man sieht, dass also das wirtschaftliche Wachstum, wenn überhaupt noch, nicht mehr daran gekoppelt sein darf, wie viele Ressourcen wir verbrauchen. Wir müssen viel, viel weniger Ressourcen verbrauchen. Erstens. Zweitens brauchen wir eine Energiewende, wo wir praktisch die gesamte Energie, die wir verbrauchen, und zwar nicht nur als elektrischer Strom, sondern auch die Verfahren, die wir zu Heizprozessen nehmen, für Industrieprozesse nehmen und so weiter. Das alles muss elektrisch sein und das bedeutet einen unglaublichen Aufbau an Windrädern, Photovoltaik, Solarthermie, Biogasanlagen und dergleichen mehr. Wir brauchen eine Entkopplung der planetaren Grenzen, die ihr alle kennt. Wir alle wissen ja, die Erde ist ein Planet mit einer klaren Begrenzung. Wir können nicht unendlich immer weiter die Ressourcen verwenden. Wir müssen uns auf die Erneuerbaren, die einfach kommen. Und was kommt einfach? Wir haben es gesehen die ganze Zeit, die Sonnenstrahlung kommt einfach. Und alles, was an Sonnenstrahlung ja verarbeitet wird in natürlichen Kreisläufen, das muss gemacht werden. Und man sieht hier dann eben, diese Zukunftsgestaltung bedeutet vor allen Dingen eben Infrastrukturaufbau. Das heißt, wir brauchen eine Infrastruktur, die den Namen auch verdient. Also, dass wir wirklich erstmal große Anlagen haben, große Leitungen. Denn nicht immer dort, wo die Energie freigesetzt wird, wird sie auch direkt verarbeitet. Das heißt, wir brauchen große Leitungssysteme, sogenannte Hochspannungsgleichstromübertragung, um die Energiemengen zum Beispiel vom Norden in den Süden zu transportieren oder vom Osten in den Westen oder umgekehrt. Dazu gehören natürlich Dienstleistungen à la Couleur. Das heißt, es wird eine ganze Menge sich verändern. Wir werden unser Mobilitätsverhalten verändern, unser Konsumverhalten verändern. Kann ich nochmal bitte zurückgehen? Das geht nicht mehr? Nein. Du kannst auf zurückgehen. Nochmal nicht. Doch, müsste nicht gehen. Oh ja, genau. Aber wir haben natürlich auch eine Lebensstilveränderung. Wobei eben die ganz große Frage der Lebensstiländerung fällt und steht damit,
woher kommt die Energie für die Produkte, die wir für unser Leben brauchen. Das betrifft sowohl die Nahrung als aber auch eben die Wärmedämmung für die Wohnungen und alles, was wir in irgendeiner Form an Industrieproduktion haben, alles das muss ganz neu gestaltet werden. Ihr seht, da ist eine ganze Menge zu machen, aber das ist eine große Herausforderung, wenn man nämlich dann mal fragt, bitte die nächste Folie, ja. Wenn man dann mal fragt, wie das aussieht, wie sieht es denn heute aus mit der Energiewende, sieht es eigentlich mau aus. Wir hören zwar immer wieder, dass ja beim Strom die Erneuerbaren schon bis fast in die Hälfte, bei 50% rangekommen sind. Wenn wir aber die gesamte Energiemenge sehen, die Deutschland verbraucht, dann sieht man hier merkwürdigerweise, Mineralöl ist noch ein riesiger Brocken, Steinkohle, Braunkohle, Erdgas und Kernenergie. Wo sind denn die Erneuerbaren? Die Erneuerbaren sind dieses komische Grün da mit 17 Kilowattstunden pro Person und pro Tag. Das sind gerade mal 14%, sagen wir mal, wenn es alles gut geht. Dieses Foto ist von Christian Holler von vor 2 Jahren. Sagen wir mal, es sind vielleicht jetzt inzwischen 16 oder 17% der gesamten Energiemenge. Das ist natürlich überhaupt noch keine Energiewende, sondern das ist gerade mal der allererste kleine Trippelschritt. Wir müssen das ganze Ding praktisch komplett, diese komische grüne Farbe erreichen, nämlich dass wir praktisch zu 100% erneuerbar sind. Das ist das Ziel, kann man sich vorstellen. Eine Riesenherausforderung für alle diejenigen, die es genauer wissen wollen. Unten ist der Name angegeben, Christian Holler. Erneuerbare Energie ohne heiße Luft. Das ist ein Granatenbuch von Christian Holler und Joachim Gaukel. Gibt es ja. Im Netz umsonst als E-Book. Mhm. So ist es. Und wie sähe die Energiewende in Deutschland aus? Christian Holler hat das auch beschrieben in seinem Buch. Genau. Also wenn wir dann wirklich sagen würden, wir wollen tatsächlich unsere Energie, die wir verbrauchen, insgesamt aus Erneuerbaren sehen. Und ihr seht hier Wind onshore, offshore, Geothermie, oberflächennah, Biomasse und so weiter, Solardächer, also Sonne auf alle Solardächer und so weiter. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, welche unglaublichen Flächen dafür benutzt werden müssen. Also hier zum Beispiel, also offshore, das, was man im Meer dann dahin setzen muss, ist da oben das, 20 Kilowattstunden pro Person und pro Tag. Da werden 13.000 Quadratkilometer würden damit belegt werden. Auf dem festen Land, also onshore, 36.000 Quadratkilometer. Meine Güte, also hier Biomasse, 33% aller Äcker, also ein Drittel aller Äcker, das wären über 60.000 Quadratkilometer. 50% aller Wälder, das wären 55.000 Quadratkilometer und alle organischen Abfälle daraus. 50% aller Dächer in Deutschland müssen belegt werden und 3.600 Quadratkilometer an Freilandanlagen. Nun gibt es inzwischen Freilandanlagen, die können immer noch 4 Meter bauen, da kann man immer noch unten drunter noch Landwirtschaft betreiben, sogenanntes Agro-PV, was an Wasser- und Wellenkraft da ist, ist fast nicht der Rede wert. Ihr seht, die Bundesrepublik Deutschland wird, wenn sie die Energiewende wirklich vollzogen hat, ganz anders aussehen als heute. Heute fährt man durch Deutschland und sieht ab und zu mal ein Kraftwerk. Wenn man in der Zukunft durch Deutschland fährt, sieht man überall Energiemühlen. Überall. So ist es. Und für die Energiewende benötigt Deutschland Ingenieure, vor allem Technikerinnen, Elektrotechniker, Physiker, Chemikerinnen. Und deswegen sind die MINT-Fächer enorm wichtig. Ja, weil wir brauchen wirklich Hände und Arme, die diese Energiewende durchsieht. Aber das geht dann wirklich auch, insbesondere wenn es bei dem Thema technische Berufe geht, dann geht es nicht nur einfach darum, sich sozusagen wieder an den Computer zu setzen und zu analysieren, sondern irgendjemand muss diese Anlagen bauen und betreiben. Das heißt, diese Anlagen sind ja ständig auch der Natur, den natürlichen Einflüssen ausgesetzt. Das heißt, wir werden eine ganze Menge von Menschen brauchen, die sich darum kümmern, dass die Windräder sich drehen, dass die Photovoltaikanlagen nicht blind werden, dass die Biomasse auch abgebaut wird und so weiter. Das heißt, wir können nur ermutigen dazu, abgesehen von diesen ja teilweise ganz, ganz stark akademischen Berufen, hineinzugehen in die ganz starken handwerklichen Berufe, also eine Berufsausbildung zu haben, in Zukunft, die sich mit erneuerbaren Energien auseinandersetzt, das halte ich für unbedingt wichtig. Es wird keine Energiewende ohne unsere Hände geben, wie Sie sie ja gerade sagen. So ist es. Ja, und wenn Deutschland Energiewenden durchziehen würde und umsetzen würde, trotzdem mussten wir unseren Energieverbrauch reduzieren. Da ist dann unsere aktive Beteiligung angesagt. Weil nämlich der Energieverbrauch hat sich nicht reduziert. Genau. Und das, obwohl die technischen Möglichkeiten ja viel besser geworden sind. Es gibt ja unglaublich viel bessere, effizientere, effektivere Technologien überall, aber wir verbrauchen trotzdem mehr Energie. Warum? Ja. Weil wir immer mehr von dieser Technologie einsetzen. Ja.
Und zwar ist es so, dass wir täglich um die 100 Fahrradfahrer benötigen, 24 Stunden lang nur für eine Person. Das ist eine riesige Menge. Vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Primärenergieverbrauch und Endenergieverbrauch. Jede Maschine hat ja einen Verlust, einen Energieverlust. Also es können Wärmeverluste sein, Reibungsverluste und alles Mögliche. Und das ist also die Energie, die wir brauchen, um am Ende nach all den Verlusten 85 Kilowattstunden pro Person und pro Tag zu verbrauchen. Und für alle diejenigen, die mal wissen wollen, wie viel das eigentlich ist, die mögen sich einfach mal auf einen Ergometer setzen, auf ein Fahrrad und 10 Stunden lang 100 Watt treten. 10 Stunden lang haben sie eine Kilowattstunde Energie freigesetzt. Und dann könnt ihr mal überlegen, 85 Kilowattstunden, also es arbeiten für jeden von uns 85 Energiesklaven. Das ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, sondern wir verbrauchen einfach diese Energie, die im Boden steckt, die die Erde, wie ich vorhin sagte, eben über sehr, sehr lange Zeit im Boden deponiert hat. Das verbrauchen wir mal eben so. Ja, in einem Nu. Ja. Der Klimawandel verstehen und handeln. Wir haben uns mit dem Hintergrund, der wissenschaftlichen Hintergründe des Klimawandels beschäftigt. Wir haben dann über die Energiewende und die Zukunftsgestaltung auch gesprochen, sehr konkret, was Deutschland betrifft. Jetzt schauen wir mal, dass wir dann ein paar Minuten zu Zusammenhandeln, unser Zusammenhandeln widmen. Wir müssen uns halt zusammentun, um unser Energieverbrauch zu reduzieren und CO2-Ausstoß. Das betrifft Konsum, Fliegen, die Ernährung. Und da kann man dann halt Fußabdruck selbst messen oder halt der Handabdruck muss dann größer werden. Wir müssen hier was tun, aber bitte nicht allein, tut euch dann wirklich in Gruppen. Nur so können wir dann halt was bewirken. Und wir haben dann einige Zeit dann tolle Sachen gelesen. Es gibt so viele Tipps für nachhaltigen und umweltfreundlichen Konsum, Alternativen zu Fernmobilität. Da gibt es ein Buch hier geblieben mit tolle Urlaubsreisen hier in Deutschland und Tipps zu Energiesparen. Und wir haben dann sehr ein Buch genossen und einen Film Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Da können wir nur empfehlen, einen Blick dann darauf zu werfen. Es gibt genügend Ideen, nur wir müssen halt uns zusammentun. Und jetzt ganz zum Schluss sehen wir unsere Handlungsoptionen. Wir können dann individuelles Handeln mit gemeinsames Handeln kombinieren in vier Bereiche. Ja? Sei es individuelle Konsum oder unsere Berufswahl, das ist auch sehr, sehr wichtig. In Gruppen nachhaltiges Gruppenkonsum und einen neuen Lebensstil entwickeln. Was individuelles Handeln und Politik betrifft, dann müssen wir dann wählen und die richtige Politik tun und unsere und Bürgerinneninitiativen, Schülerinneninitiativen dann auch uns anschließen. Und damit sind wir dann am Ende gekommen von unserem Beitrag. Es hat uns sehr gefreut, diesen Einblick dann halt zu vermitteln. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen umfassenden Einblick vom Anbeginn eigentlich des planetarischen Werdens bis hin zu den katastrophalen Ausblicken, die dann bis also am Ende dieses Jahrhunderts erwartbar werden und dann darüber hinaus. Es gibt viele Fragen und ich würde gerne überleiten und entsprechend Sie mit den Fragen der Zuhörer konfrontieren. Es gab insbesondere Rückfragen, inwieweit die Informationen, gerade die MINT-Bildung, verstärkt in die Grundschulen hereingetragen wird zukünftig. Ob Sie da etwas zu sagen können? Ja, also im Moment entwickeln wir auch ein Programm für die Schulen, die Blaue Perle heißt das. Das ist halt Klimawandel und Klimaschutz für die Grundschulen. Es gibt aber auch andere Initiativen. Das ist enorm wichtig, weil Grundschulkinder nehmen das sehr zu Herzen, der Klimaschutz. Und die transportieren sehr effektiv diese Kenntnisse nach Hause. Die werden dann halt wirklich zu Hause rigoros, was die Klimaschutz betrifft. Das heißt, das ist enorm wichtig und ich glaube, das tut sich auch. Es wird sich demnächst was tun. Von unserer Seite an der LMU 100% sicher.
Wunderbar. Also die nächste Frage schloss sich dem an, nämlich inwieweit das LMU-Bildungsprogramm nur für ältere Schüler oder eben auch schon für Jüngere konzipiert ist. Ja, wir arbeiten jetzt an einer Anpassung an der Sekundarstufe 1 und 5., 6. Klasse Richtung Grundschule. Im Moment ist unser Programm konzipiert für die Sekundarstufe, weil da lernen sie in der Physik über Energie, in Physik und dann ab dort bis zum Sekundarstufe 2, bis zum 12. Klasse kann man dann viele Inhalte vertiefen. Aber wir arbeiten dran. Super, ja, das ist toll. Wir müssen uns klonen. Naja, ich glaube, man muss auch sehen, die Nachrichten sind ja doch teilweise verlangen ein bestimmtes Abstraktionsvermögen. Ja. Also ich glaube nicht, dass man praktisch das sozusagen die volle Welle da über Kinder in der Grundschule hereinbrechen lassen kann. Aber was zum Beispiel ein wunderbares Projekt ist, wäre Solar für die Schule, nämlich dass Kinder relativ schnell kennenlernen, wie funktioniert eigentlich so eine Photovoltaikanlage. Das heißt, die Schule hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und das Ganze wird zum Bildungsinhalt gemacht, also zum Lerninhalt gemacht, sodass die sehen können, Mensch, so ein Quadratmeter Solar, das bringt ja gerade mal 300 Watt. Wenn ich einen Föhn anmache, brauche ich 1800 Watt. Ja, du lieber Gott. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, wie unglaublich, wie soll man sagen, wir leben in einer Art energetischer Verfettung, weil wir eben diese Kohlenwasserstoffmoleküle verwendet haben, die sehr, sehr hohe Energiedichten haben. Die Energiedichte von erneuerbaren Energien ist viel geringer. Deswegen brauchen wir solche riesigen Flächen. Und alle, die sich schon mal ein bisschen damit auskennen, die können dann natürlich verstehen, so ein Kanister Sprit für ein Auto enthält eine ungeheure Energiemenge. Dafür braucht man eine 400 Kilogramm Batterie. Tja. Ja, also das heißt, das ist ein Riesenunterschied. Und daran müssen wir uns alle erstmal gewöhnen, dass wir mit Energie viel vorsichtiger umgehen müssen, weil es weil wir 200 Jahre lang auf einem extrem hohen Energieniveau gelebt haben. Ja. Das ist ein ganz wunderbares Stichwort, was Sie mir liefern. Es gab nämlich eine weitere Frage, ein Statement. Auch mit 100% erneuerbare Energien können wir unsere Lebensgrundlagen, also sprich die Natur, zerstören. Was halten Sie vom Postwachstumsgedanken, wie ihn Nico Pech vertritt? Ist das nicht der wesentliche Weg in die Zukunft? Das dauert alles viel zu lang. Über Postwachstumsökonomie können wir reden, wenn die Windräder stehen und wenn die Photovoltaik steht. Dann können wir anfangen, über Postwachstum nachzudenken. In der Zwischenzeit heißt es bauen, 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 bis der Arzt kommt sozusagen. Denn wenn wir es nicht schaffen, früh genug aus den fossilen Ressourcen rauszukommen, dann hat die Natur uns schon längst sozusagen erledigt. Also die Vorstellung, wir könnten jetzt anfangen, eine großartige Diskussion darüber wirklich ernsthaft durchführen, um unser globales oder auch nur kontinentales Wirtschaftssystem zu verändern, kann man machen, ist aber führt an der Sache vorbei. Wir müssen auf jeden Fall so schnell, wie es nur irgendwie geht, in die Erneuerbaren rein. Das ist das, wo auch eine Gesellschaft merkt, sie wird selbstwirksam. Diese theoretischen Geschichten über Postwachstum, das geht, kann man alles machen, wird sicherlich gut sein, darüber nachzudenken, aber first things first und first ist vor allen Dingen die erneuerbaren Energien. Alles andere, muss ich leider sagen, ist nett, aber hilft uns kein bisschen weiter. Auch die Vorstellung, es wäre nur technische Innovation, dass die uns aus dem Brassel rausbringen würden, stimmt ebenfalls nicht. Wir haben gesehen, wir müssen auf jeden Fall enorme Mengen an Energie sparen, weil das wird die große Aufgabe sein. Und es wäre mir momentan lieber, wir würden darüber reden. Vielleicht ist das ja auch in dem Nico Pech Sinne, dass wir darüber reden, wie wir Energie sparen. Das wäre ja gewissermaßen auch eine Frage, wie eine Postwachstumsgesellschaft damit deutlich weniger Energie auskommen muss. Ja. Und das müssen wir auf jeden Fall. Insofern laufen diese beiden Gedankenstränge zusammen. Ja. Aber wir müssen auch an die Geschwindigkeit denken. Wie ich auch sagen muss, dass man zum Beispiel natürlich sagen kann, wir bauen jetzt heute wieder Wälder auf, forsten Wälder auf wie verrückt. Nur das dauert 30, 40 Jahre, bis die nennenswerte Biomasse speichern können. Deswegen ist es viel wichtiger, Moore wieder zu vernässen, weil die viermal so schnell wie Wälder sind und viel, viel mehr Kohlenstoff speichern können. Aber davon reden relativ wenig Leute. Vielen Dank. Eine weitere Frage geht ganz konkret, bezieht sich ganz konkret auf Handlungsempfehlungen. Was würden Sie sagen, was kann jeder Einzelne, darauf zielt die Frage ab, sinnvoll und kurzfristig tun, um Abhilfe zu schaffen? Ja, es ist enorm wichtig, dass wir die richtige Gewichtung finden. Ja? Also kalt duschen bringt kaum was. Ja? Wir müssen schauen, wo wir dann Energie sparen können. Und das ist halt bei Konsum, Mobilität und Wärmeisolierung. Das heißt, unsere Wärmeisolierung in den Wohnungen, das ist enorm wichtig. Und öfters mal zu Hause zu bleiben, sich nicht bewegen.
Das lässt sich dann bemerken. Ja. Entschuldigung. Nein, bitte. Bitte, machen Sie. Nein, du kannst ergänzen. Also auch bei der Mobilität ist es natürlich so, da kommt es wieder darauf an, dass wir raus müssen aus der Verbrennung von Diesel und Benzin und irgendwie rein müssen in die E-Mobilität auf die eine oder andere Weise, was vor allen Dingen auch wichtig wird, weil wir ja bei den erneuerbaren Energien ganz anders als bei den nicht erneuerbaren darauf achten müssen, wie wir Energie sparen, wie wir Energie speichern. Das heißt, es könnte sein, dass in Zukunft gerade die Batterien der e-mobilen Fahrzeuge werden als Energiespeicher eine ganz wichtige Rolle spielen. Das heißt, hier auch tätig zu werden und vielleicht für alle diejenigen, die dann innerhalb ihrer Familie darüber nachdenken, kaufen wir uns ein neues Auto. Erstmal kleinere Autos wäre großartig und die dann, wenn es irgendwie geht, elektrisch. Ja. Gut, wunderbar. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar geht es jetzt eher um Angst, Sorgen dahingehend. Muss man mit all den Konflikten und Kriegen, die sich abzeichnen und abzeichnen werden, den Bevölkerungswanderungen haben Sie ja bereits angesprochen, muss man Angst haben? Also Angst ist ein schwieriger Begriff, aber Ihre Haltung dazu? Ja, also ich würde meinen, dass wir sollten Technologien in Deutschland entwickeln, die wir woanders verschenken, damit dann die Leute ihren Energiebedarf auch decken können. Und was unser Entwicklungsminister macht, der Herr Müller, ist wirklich richtig. Wir müssen die Leute vor Ort unterstützen. Mittlerweile mussten sie einige anpassen an die Veränderungen. Das müssen wir dann helfen. Niemand verlässt ihre eigene Heimat freiwillig. Das müssen wir immer behalten, im Kopf behalten. Und da muss unsere Hilfe hin, vor Ort. Ich weiß nicht, was. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, unbesorgt darf man nicht mehr sein. Wenn man einen deutschen Industriellen fragt, wo kriegen Sie denn Ihre Rohstoffe her, und er sagt, die werden geliefert, dann ist das eine Form von Naivität und Unbesorgtheit, die eigentlich katastrophal ist. Wir müssen darauf achten, dass das, was wir da tun, auf jeden Fall in die richtige Richtung geht, in der Hoffnung, dass die anderen sich dem anschließen. Irgendjemand muss damit beginnen, sozusagen, und die reichen Länder sind sicherlich diejenigen, die überhaupt die Möglichkeit haben, die entsprechenden Technologien zu entwickeln. Das, was Cecilia ja gerade sagte, ist unbedingt zu unterstützen. Wir müssen praktisch die Technologien verschenken, damit die nicht die Fehler machen, die wir gemacht haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass sehr wohl ja die Möglichkeiten da sind, das Ganze noch zu verhindern. Und ich glaube, es geht hier auch um das Verhältnis von Gesellschaft und Wissenschaft. Also wie Wissenschaften eigentlich die Ergebnisse, die Erkenntnisse kommuniziert. Wir sehen es gerade in der Corona-Pandemie. Aktuell gibt es Wissenschaftserkenntnisse noch und nöcher. Es ist ganz klar, was die Wissenschaft sagt. Keine Lockerungsmaßnahmen. Die Politik tut genau das Gegenteil. Und daran sieht man, dass eben unsere Entscheidungen sowohl ökonomisch wie auch politisch häufig von einer großen Irrationalität geprägt sind und womöglich nur aus Angst. Also das Schlimmste wäre, wenn man sozusagen aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehen würde. Das wäre die Krönung. Ja. Und deswegen weitermachen, zusammen handeln und zusehen, dass wir so schnell wie möglich in möglichst viel erneuerbare Energie reinkommen. Und dann vor allen Dingen den anderen auch zeigen, das geht, das funktioniert. Ja. Das ist eine Technologie mit viel weniger Risiko, als zu glauben, wir könnten in den nächsten 25 Jahren Kernkraftwerke ausbauen, bis zum geht nicht mehr. Das wäre ökonomischer und auch natürlich risikomäßig völliger Wahnsinn. Ja, das heißt, es gibt keine Alternative zu Optimismus. Und wir verstehen, was passiert, müssen sofort agieren. Genau. Und Druck machen, damit die Energiewende kommt. Und eine Sache vielleicht noch, bei jedem dieser Projekte, die man da durchgeführt hat, hinterher, vor allen Dingen, wenn Corona rum ist, feiern. Immer wenn man ein Projekt am Ende hat, immer wieder feiern, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, guck mal, wo wir waren, guck mal, wo wir jetzt sind, und morgen machen wir den nächsten Schritt. Aber das Feiern nicht vergessen, weil dann sieht man erstmal, was alles passiert ist. Es ist nämlich nicht so, dass in Deutschland nichts passiert, nur es passiert ein bisschen zu langsam, vielleicht, weil zu wenig gefeiert. Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, und wir sind dankbar, dass Sie diejenigen sind, die uns auffordern zum Feiern und zum Denken, zum Nachdenken bringen. Insofern riesen Dankeschön an Sie, und wir hoffen sehr, dass wir viele mitnehmen konnten und vor allem nochmal die ganz klaren, großen Leitlinien aufgezeigt werden konnten. Ja, danke. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein paar erholsame Stunden. Dankeschön. Frohes Osterfest. Alles Gute. Ja, danke schön. Genau. Tschüss. Tschüss.